Ziegen sind faszinierende Tiere, Persönlichkeiten eigentlich. Wenn man sie in kleinen Gruppen hält, ne, ist das ein ganz anderer Kontakt. Und deswegen wollte ich Ziegen halten. Gut, und dann will ich auch gerne Tiere halten, die nicht nur so zum Streicheln sind und irgendwie lustig aussehen, sondern sie sollen ihre Funktion wahrnehmen können. Und das macht die Tiere stolz. Also meine geben Milch. Und die sind auch stolz auf ihr Produkt. Die wissen, dass sie mir was geben. Das ist ja wie ein Hund, der eine Funktion hat. Er freut sich wahnsinnig, wenn man ihn brauchen kann. Und die Ziegen sind auch so. Dann habe ich also einen Haufen Milch und dann kann ich ja die nicht einfach wegschütten, dann muss ich also Käse machen. Und da entwickelt man das eben nach und kriegt einen Kundenstamm und arbeitet an der Qualität, die eben möglich ist in so einem kleinen Verbund. Sie wird also vom Melken direkt verkäst, das heißt, es wird nicht gekühlt, nicht transportiert, nicht wieder erwärmt, nicht durch tausend Schläuche gejagt, was alles der Milch schadet. Da passiert unglaublich viel in der Rohmilch in der Zeit, was nachher bei der Käsequalität rauskommt. Und deswegen kann ich in diesem kleinen Rahmen eigentlich einen sehr schönen Käse machen, wo die Leute dann auch wieder, oh, von weit her kommen und das unbedingt haben müssen. So, das ist also ein Hobby, was auch noch andere erfreut. Es ist auch ein Aspekt unserer Lebensqualität, über Nahrungsmittel nachzudenken. Das machen ganz viele Leute jetzt. Und ich habe das Privileg, so nah dran zu sein. Was frisst das Tier? Was kommt dabei raus? Eutergesundheit ist zum Beispiel auch für die Käsequalität wichtig. Das ist in der Gemeinde Michendorf, also südwestlich von Berlin. Das ist so von hier eine Stunde Fahrt. Ich habe in den 80ern schon, da wollten wir alle nach Australien auswandern, da hatte ich auch schon die Vision, dass wir da Ziegen haben würden. Dann sind wir nicht ausgewandert und dann habe ich ewig Höfe gesucht. Ich konnte sie aber nicht bezahlen und alleine ist das auch schwierig. Immer für alle, auch Frauengruppen und so gewesen. Also in den 68er und 70er Jahren waren eben all diese ganzen linken Größen, die man irgendwie aufgedrückt bekam. Und da wusste ich immer, da finde ich nicht, die Lösungen aus dem 19. Jahrhundert gelten für uns also ganz sicher nicht. Habe ich mich nicht aufgehalten und da war es wirklich schwierig, überhaupt was zu finden. Und da kann ich nur sagen, Valerie Solanas, ich weiß nicht, ob ihr die noch lest. Nee. Muss ich mal Das beschäftigen. ist wirklich cool, um zu sagen, mit der Sprache. Das ist so hart, so hammerhart. Also, das war ein kleines Büchlein, sie ist eigentlich eine Psychopathin, aber sie hat wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Sie hat Annie Wall angeschossen, um dieses Buch bekannt zu machen. Also, es ist sehr raffiniert, ja, sie hat das auch geschafft. Gut, Valerie Solanas, Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer. Alles klar. Das war sehr inspirierend in seiner Klarheit und dann die Black Panther Party, die damals auch eine wichtige Rolle spielte, noch nicht vernichtet war, wie nachher. Die haben ja gesagt, die Schwarzen sollen sich in ihren Ghettos organisieren, ihre juristische Vertretung aufbauen, sich gegen Übergriffe der Polizei wehren, aber eben auf dem Boden der Legalität, also nicht einfach sich gegenseitig beklauen oder die gegenseitigen Läden anzünden. Das hat ihr Inspirator, der Franz Fanon, ein Psychiater, hat das mal sehr deutlich ausgedrückt, Entrechtete neigen dazu, ihre Würde gegen ihresgleichen zu verteidigen. Und das gilt natürlich für Frauen, die immer wieder in Konkurrenz zueinander stehen, um den richtigen Mann zu kriegen, weil der die Rettung bringt. Das passt darauf auf uns auch. Das heißt, es ist ein psychisches Problem, nicht nur gleicher Lohn oder sonst was, wie damals diskutiert wurde in den 70er Jahren, sondern wir haben auch ein psychisches Problem, dass wir innerlich unabhängig werden vom
Mann oder vom Patriarchat. Und das müssen wir erstmal erreichen. Das war damals ganz schwierig, weil absolut bekämpft von der Linken, die damals das Denken dominiert hat. Insofern war die Valerie Solanas ganz pfui, aber eben eine Hilfe. Ja, es ist immer richtig, diese Lösung, ermächtigt euch selbst, macht euch kundig, habt eure eigenen Rechtsanwälte, nicht nur, dass sie Präsident werden oder irgendwohin verschwinden, sondern die Community schützt. Genauso wie wir Anwältinnen haben für Frauen. Dass man nicht jammert und sich nicht immer Antidiskriminierung für sich fordert, sondern sich selbst kümmert um sein eigenes Schicksal als Gemeinschaft. Offensiv. Das finde ich ist immer wieder nötig für Frauen oder für Schwarze oder für irgendwen. Das kann ihnen niemand, auch wenn es noch so gut meint, abnehmen.